Moin, moin, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zur neuen Folge Far Cry 5. Ich melde mich aus meinem Zimmer und es ist jetzt offiziell soweit, der Hochsommer ist da, zumindest was die Temperaturen angeht. 28 Grad, 30 Grad, lass mich lügen. Ich habe auch schon ein bisschen Sonnenbrand in den Armen. Ich weiß, sie sehen weiß aus, aber liegt an der Kamera. Also ein bisschen Sonnenbrand habe ich auf jeden Fall an den Armen, im Nacken. Im Gesicht. Nur es ist dann nicht so schön vor meinem PC. Und diese Phase beginnt jetzt wieder. Ich tue mich immer schwer, wenn es im Zimmer irgendwie 33 Grad sind, mich vor den PC zu setzen und dann noch Lampen auf mein Gesicht zu strahlen, die auch nochmal Wärme abgeben. Die sind ja auch irgendwie jeweils 50 Watt. Aber das Problem hatte ich die letzten Jahre schon und es, ich habe auch noch so keine richtige Lösung gefunden. Natürlich kann man einen Ventilator hernehmen und man kann sich eine kalte Eistonne unter den Schreibtisch stellen, wo man seine Füße reintut oder sowas, das hilft auch. Oder so kalte Wadenwickel, nicht an den Waden, sondern am Arm oder keine Ahnung. Teilweise hatte ich ein feuchtes Tuch um meinen Nacken, das war bei City Skylines damals. Ich weiß noch, da habe ich das Video angefangen. Ihr fragt euch jetzt, warum hat Walla ein totes Tier um seinen Hals hängen? Da hatte ich so einen feuchten Lappen um meinen Nacken gehangen. Naja, es gibt verschiedenste Methoden. Aber am Ende muss man einfach sich abfinden mit der Hitze und sie in Kauf nehmen und sagen, ist mir egal, wir spielen trotzdem weiter. So, wir sind auf dem Weg und wollen uns Cheeseburger besorgen. Das ist der Bär und der letzte Begleiter, den wir noch kriegen. Und auf dem Weg zu Cheeseburger liegt aber auch ein Wolfsköder, den ich noch eben kaputt machen wollte. Das sind diese Dinger hier, die wir zerstören sollen. Habe ich mal einen kleinen Granatwerfer hier am Start. Und dann machen wir das Ding mal eben kaputt da vorne. So, da sind auch Soldaten davor. Können wir eben in die Luft jagen. Und dann machen wir den Wolfsköder kaputt. Jetzt haben wir den Wolf sogar befreit. Ich glaube nur, dass der mich jetzt gleich angreift. Wieso geht das Ding nicht kaputt, hä? Jetzt geht's kaputt. Okay. Wolfsköder zerstört. Wunderbar. Mehr wollte ich gar nicht. Und für Cheeseburger müssen wir da vorne an den Fluss. Wir sollen nämlich irgendwie... Ich glaube, wir sollen da irgendwie Lachse angeln oder sowas. Und dann für den Bären parat halten. Dann freut er sich, wenn wir dem Lachse verfüttern. Aber ich habe auch nicht so richtig zugehört. Ne, das ist so ein bisschen meine Schwäche bei den Charakteren hier. Die erzählen uns irgendwie unseren Auftrag, aber ich höre da nicht so richtig zu. Und deswegen weiß ich nicht, was wir tun sollen. Aber geht schon, wir kriegen es schon irgendwie hin. Hör mal, du sollst deinen Wingsuit aktivieren. Warum aktiviert er seinen Wingsuit nicht? Ich springe extra hier den Berg runter. Jetzt macht das. Okay. Ah, man muss so ein bisschen Tiefe unter sich haben, dann aktiviert er auch seinen Wingsuit. So, wir fliegen also zur Angelstelle, fischen ein paar Lachse, besorgen uns Cheeseburger und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich rücke vor. Da unten wird geschossen. Ist mir jetzt gerade egal. So, Fallschirm gezogen. Wunderbar war ich gelandet. Und damit sind wir auch schon am Fluss angekommen. Frisch gefangene Lachse. Ah, seht ihr? Wir sollen Lachse angeln. Machen wir. Hier liegen auch so ein paar Angeln. Ich habe nur gerade noch so ein bisschen spannende Musik hier, weil wir, glaube ich, noch gejagt werden. Aber ist egal. Wir gehen jetzt ganz entspannt angeln hier. So. Ab ins Wasser. Und dann habe ich ja gelernt, wir müssen immer so ein bisschen reinziehen. Ein bisschen Fisch anbeißt. Peaches geht auch ein bisschen schwimmen. Hör mal, Peaches, du verjagst mir noch die Lachse. Und jetzt habe ich... Ja, ich habe einen geangelt. Seht ihr? Oh, die Schnur ist gerissen. Eieieiei, der hat fester gezogen, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Der hat sehr feste gezogen. Okay, ne, wir müssen natürlich so ein bisschen ziehen. Und jetzt, ja, und jetzt haben wir ihn. Und jetzt müssen wir immer entgegengesetzt. So, jetzt werde ich aber von hinten gleich entdeckt von irgendwelchen Feinden. Leine einholen. So, er kommt näher. Ist es ein Lachs, ist die Frage. Es ist ein Königslachs sogar. Ui, boah, was aber ein Brecher, hör mal. 14,23 Pfund. Das ist schon ein dicker Brummer. Also wenn den Cheeseburger nicht mag... Falls du den Lachs schon hast, ich habe gehört, Cheeseburger wurde in der Nähe von dem Linero-Baubedarf gesehen. Linero-Baubedarf. Ach, jetzt fahren wir auch noch in den Baumarkt, Leute. Das ist ja hier eine Folge. Ganz da hinten. Im Linero-Baubedarf ein, ein Baumarkt. Okay, wir fahren in den Baumarkt. Wir haben auf jeden Fall einen Lachs geangelt. Kriegen wir direkt hier auch ein Ding für Königslachse. Kriegen wir direkt einen Vorteilspunkt. Und hier vorne können wir uns auch ein Flugzeug oder ein Auto besorgen. Aber hier ist auch ein Prepper-Versteck hinweis. Den würde ich mir mal ganz kurz holen, schon mal, wenn wir hier sind. Um Himmels Willen, Russ, du hast schon wieder den Generator kaputt gemacht. Wie soll ich jetzt das Tor öffnen und das Flugzeug rausholen? Ich gehe und hole Shep, damit er ihn repariert. Und ich schwöre bei Gott, wenn du wieder das Oberlicht offen gelassen hast, wirst du gefeuert. Ah, Oberlicht ist natürlich ein Hinweis für uns. Hangarjäger. Ja, Oberlicht offen gelassen heißt für uns, wir müssen einfach nur irgendwie aufs Dach drauf kommen. Russ, da verfault was da oben auf dem Dach. Neulich sah ich einen von diesen Adlern auf dem Funkturm in der Nähe sitzen und er hatte irgendwas zwischen den Klauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er zu uns rüber gesegelt ist und seine arme Beute fallen gelassen hat. Und die backt jetzt in der Sonne vor sich hin. Du musst einen Weg da hochfinden und das wegräumen, Ben. Ich vermute, wir sollen hier auf den Funkturm klettern und dann vom Funkturm per Gleitschirm quasi aufs Dach. Und dann können wir übers Dach rein und da ist dann das Prepper versteckt. Dann machen wir das mal eben. Das bietet sich ja jetzt an hier.
Okay, ich sehe jetzt gerade kein Tor. Wenn man irgendwo rein will, dann geht zur Not immer das hier natürlich. Wir sprengen uns einfach das Ding auf. Okay, war anders geplant. Ich wollte mir eigentlich Cheeseburger besorgen. Machen wir auch gleich. Ja, Wall hat Bock auf Cheeseburger heute. Der Name ist cool, nur weil der Bär Bock hatte, ab und zu beim Imbiss was zu futtern. So, ist das schon weit genug? Nee, ne? Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen höher, damit sich's... Damit von der Distanz das her passt ungefähr. Wir besorgen uns Cheeseburger auch gleich. Kommen wir, denke ich, noch zu, aber... Das Prepper-Versteck kann man ja mal eben mitnehmen. So, Wingsuit. Und dann jetzt hier auf dem Dach landen am besten noch. Oh, shit! Auf dem Dach, nicht mit dem Kopf voll in die Wand fliegen. La 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 la, hat keiner gesehen, hat keiner gesehen, wie elegant ich dagegen das Ding geflogen bin. Okay, Versuch Nummer 2. Pass auf, wir machen Wingsuit, so, und dann ziehen wir einfach jetzt schon den Gleitschirm. Und dann landen wir mit dem Gleitschirm butterweich auf dem Dach hier oben. Das war knapp. Und hier vergammelt wohl irgendwas. Ja, da vergammelt ein Tier. Das hat einen Adler hier fallen lassen. Jetzt vergammelt das hier in der Sonne und stinkt. Aber wir können jetzt hier rein. So, das müsste ja auch schon das Prepper-Versteck sein hier, oder? Ja, natürlich. Aber es kommt irgendwie nicht dieses... Diese Musik fehlt doch noch, oder? Ich habe die Vorteilshefte zwar schon gefunden, normalerweise muss doch so eine Musik kommen. Dass wir das Prepper-Versteck abgeschlossen haben, da kommt doch normalerweise eine Musik. Von wegen so, hey, oder muss ich dafür quasi das Tor aufmachen? Ich habe nämlich jetzt das Geld und ich habe die... Oh, hier ist auch noch eine Cheeseburger-Wackelfigur. Sehr schön. Ah, jetzt, okay. Hangar-Ärger abgeschlossen, seht ihr? Das finde ich auch wieder ganz cool. Also ich mag die Prepper-Verstecke, die sind jedes Mal wieder anders. Und jetzt musste man zum Beispiel mit dem Fallschirm auf dem Dach landen, um hier reinzukommen. Wir kriegen ein Flugzeug neues, nämlich dieses wunderschöne rote hier, mit Eden's Gate-Symbol drauf. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber wir haben auch die Vorteilspunkte natürlich, 3 Stück. Und nebenbei noch eine Figur, eine Cheeseburger-Figur und auch natürlich hier Geld. Hey, Lansdowne Charters? Ich heiße Skylar Kors. Vielleicht haben Sie von mir gehört. Egal. Jedenfalls wird die Lage hier etwas schräg, also möchte ich ein Flugzeug buchen. Für mich und vielleicht noch eine weitere Person. Wir schauen mal. Ich kann eine Menge dafür bezahlen. Mehr als Sie sich vorstellen können, aber ich brauche erst noch etwas Zeit. Ich muss ihn unbedingt fangen. Dann können wir hier abhauen. Ja, hochinteressante Dinger auch schon wieder. So, aber jetzt haben wir ja zumindest, wir haben das Prepper-Versteck und wir haben den Lachs. Das heißt, wir können jetzt uns eigentlich das Flugzeug schnappen hier. Das Wunderschöne, sogar mit MG. Das heißt, wir können hinten die Jess Black reinsetzen. Ich glaube, die steigt sogar ein, oder? Warte mal. Mal eben die Dachluke zu machen. Ja, sie steigt sogar ein. Oh, habe ich geschossen? Sorry. Genau, Jess sitzt dann hinten am MG und ich sitze hier. Aber sollen wir hier sollen wir starten? Ich glaube, wir sollen eigentlich da vorne auf die... Genau, da ist eine Startbahn. Ich glaube, da sollte man eigentlich starten. Aber wir können ja einfach so in den Himmel fliegen. Okay, wir nehmen uns das Flugzeug jetzt einfach nur als Transportmittel. Wir fliegen da eben die paar hundert Meter und springen dann raus. Ich hoffe, Jess kriegt es auch hin, rauszuspringen. Jetzt werde ich beschossen! Wobei, ich glaube, das könnte sogar Jess sein, die hinten schießt. Jess, hol sie vom Himmel! Wir müssen nur noch 200 Meter durchhalten, Jess. Mach dich bereit zum Absprung. Und raus! Mayday, Mayday, alle raus! Ich hoffe, Jess kriegt das mit, dass wir rausspringen. Sonst ist sie nämlich jetzt... Ja, sie ist rausgesprungen, okay. Weil sonst wäre sie jetzt gleich tot. So, unser neues Flugzeug ist damit auch kaputt. Wunderbar, aber da vorne ist auch direkt ein neues dann. Jess lebt noch, alles gut. Und wir suchen jetzt Cheeseburger. Ich habe ja auch extra einen... Ich habe ja auch extra einen Lachs besorgt für den. So, jetzt werde ich allerdings von irgendwelchen Flugzeugen hier... Oh, das war knapp. Jetzt werde ich von irgendwelchen Flugzeugen gejagt. Okay, da unten sind aber auch normale Gegner. Ich ignoriere jetzt erstmal das Flugzeug. Das macht nämlich da ganz mysteriöse Manöver. Und schalte erstmal die Fußsoldaten aus. Jetzt gibt's Zunder, ihr Sünder! Ja, kannst du aufhören, auf uns zu schießen, bitte? Das wäre echt super sweet. Oh, Peaches holt sich den Sekten-VIP. Na gut. Übernehm das mal, Peaches, ne? Ich übernehme das mal. Du warst jetzt gerade ein bisschen schwach. Der knuffige kleine Kerl wird mir den Lachs aus der Hand fressen. Ich meine, wir reden immer noch über einen Bären, ne? Wir reden hier nicht über irgendwelche spaßigen Haustiere, sondern über einen Bären. Andererseits habe ich natürlich auch einen Puma als Haustier, insofern...
sollte das wohl gehen. Hey! Lässt du wohl Jess in Ruhe, Kollege? Da hinten ist sogar noch ein starker Gegner. Wo kommen die denn her? Eigentlich suche ich ja nur den Bären. Wo ist denn der Bär? Boah, dieses Scharfschützengewehr. Das ist aber auch knallig, hör mal. Wer zuerst den Bären findet, darf ihn behalten. Wo ist er denn? Cheeseburger, putt. Boah, ich wette, der springt mich gleich an oder so. Irgendwie hier in so einer Hütte oder sowas. Da vorne soll ich gucken. Gib Cheeseburger einen frischen Lachs. Ja, ich habe extra einen extra großen geangelt. 12. Oh, die sind aber schon alle tot. Die hat Cheeseburger schon gefrühstückt hier. So viel zum Thema, wir können den einfach streicheln, ne? Also, die Peggys futtert der auch ganz gerne. Ich habe extra einen 12 Pfund Lachs bestellt. Geangelt. Oh, schaut mal hier. Oh, wie süß. Ganz brav, Cheeseburger. Ich habe Lachs für dich. Ich will dir nichts Böses. Oh, das ist aber süß. Hindere die Sekte daran, Cheeseburger zu fangen. Oh. Nein, Jacob will den Bären zurückhaben. Der will den Bären nicht hergeben. Das ist mein Bär. Mein Bär. Den kriegt ihr nicht. Das ist mein Bärchen. Mein Kuschelbär, ganz persönlich. Den kriegt ihr nicht. Ja, Cheeseburger, holen sie die alle. Holen sie die alle. Das ist die gute alte Pumpgun-Action hier. Das geht immer. Oh, das sind aber viele hier. Meine Güte. Ja, lass den verdammten Bären nicht entkommen. Der Bär tötet euch alle. So sieht's aus. Das ist ein dicker Gegner, ja, der hält auch dementsprechend aus. Okay, Moment, ganz kurz, lass mich kurz eine Sekunde. Ja, so viel zu dem Thema. Das war ein starker Gegner, aber den hat sich der Bär mal eben gekrallt. Verdammt! Hab gehört, dass du Cheeseburger gefunden hast. Solange er bei dir ist, weiß ich, dass es ihm gut geht. Denk nur bitte daran, ihn nicht mit Cheeseburger zu füttern, weil er Diabetes hat. Ja, Cheeseburger, der Bär hat Diabetes. Okay. Gut, Cheeseburger als Vierbeiner ist jetzt auf Abruf. Wir können also jetzt mit Cheeseburger rumlaufen, mit einem fetten Bären, der, wie wir gerade gesehen haben, alles platt macht. Deputy, ich habe gehört, dass du Cheeseburger vor der Sekte gerettet hast. Forrest's Jungs haben ihn gut trainiert. Der wird alles zerfleischen, was ihm in den Weg kommt. Und hier im County kennt ihn wirklich jeder. Also wirst du jetzt wohl die zweite Geige spielen. Wie cool das einfach ist. Ich meine, das Ding ist riesig, aber Bären sind halt auch groß, ne? Das, boah, der ist so gigantisch. Bären sind, ja, Bären sind echt die besten, Mann. Es ist unser eigener, persönlicher, flauschiger Kuschelbär. Ist der nicht süß? Guck mal. Oh. Diese riesige Nase und diese großen Bärentatzen. Ich meine, Bären haben irgendwie was Süßes. Wir benutzen die ja auch als Kuscheltiere. Das kommt ja nicht von irgendwo her, ja? Dass wir Teddybären haben, weil Bären haben schon irgendwie auch was flauschig Süßes. Sind aber natürlich auch riesige, starke und auch gefährliche Tiere. Du willst dich nicht mit dem Grizzly oder sowas anlegen. Ich glaube, da ziehst du die kürzere Karte, wenn du nicht irgendwie stark bewaffnet bist. Sag Bescheid, wenn du was findest. Aber, ja. Cool. Damit haben wir jetzt auch alle Begleiter im Übrigen, die es im Spiel gibt. Zumindest die, die man sehen kann. Ich weiß nicht, ob es geheime Begleiter gibt, aber von denen, die wir sehen können, haben wir jetzt alle. Also ich muss sagen, klar, mit Turk und Sharky, das war auch lustig. Zum Beispiel die gute Adelaide habe ich ja noch gar nicht benutzt, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Nick Rye, muss ich sagen, ha, geht so. Boomer finde ich süß, Peaches finde ich süß, aber ich würde sagen, wir benutzen auf jeden Fall jetzt auch mal den guten Cheeseburger hier. Bärenkräfte, wird von seinem Recht anzugreifen Gebrauch machen, zieht die Aufmerksamkeit im Kampf auf sich, das ist schön. Der sieht aber auch putzig aus, Mensch. Dann würde ich sagen, wir nehmen auf jeden Fall Cheeseburger und ja, wen will ich als zweiten Begleiter? Eigentlich muss ich sagen, finde ich die Kombination, die wir jetzt gerade haben, gar nicht so schlecht, ja? Cheeseburger und Jess, weil Jess ist so der leise Killer.
Cheeseburger zieht die Aufmerksamkeit auf sich, hält viel aus, tötet alle. Und währenddessen kann ich dann hier mit Jess quasi von hinten aufräumen, mit dem Bogen und Scharfschützengewehr und so. Gut, mehr wollte ich heute eigentlich gar nicht machen, aber wir haben ja jetzt noch Zeit. Das war mir das Wichtigste, dass wir uns Cheeseburger besorgen. Und damit haben wir jetzt auch den Linero-Baubedarf freigelegt. Und hier ist eine Mission von Klatschnixen. Ich weiß nicht, ob es euch inzwischen so ein bisschen aus dem Hals raushängt. Wir haben jetzt ja wirklich schon viele für Klatschnixen gemacht und die haben ja auch eine sehr ähnliche Thematik. Es kann natürlich sein, dass ihr inzwischen sagt, oh nee, nicht schon wieder. Aber es gibt noch so zwei, drei von denen und dann, ich will ja alle Missionen machen. Insofern, ja, machen wir auch die noch. Es könnte sein, dass es wieder was mit Fliegen ist, weil da unten steht ein Flugzeug, ein Wasserflugzeug. Dann müsste ich allerdings den Controller erst wieder rauskramen. Besessen vom Geist des amerikanischen Einfallsreichtums, rasierte sich Klatschnixen, der größte Stuntman in der Milchstraßengalaxie, sein gesamtes Körperhaar ab und erschuf daraus den Prototyp eines Wingsuits, um die poperzenverkrampfende Spannung des menschlichen Flugs zu erleben. Freude wurde rasch zu Pein, als auf dem Weg nach unten der Ast eines Baumes seine Oberschenkelarterie durchbohrte. Zum Glück sorgte der Blutverlust für mehr Auftrieb und eine bessere Aerodynamik, sodass er zum Herrn der Flüge werden konnte. Ein Stunt, der nie wieder seinesgleichen sah. Oh, das ist doch mal was Neues. Ein Wingsuit, ein Wingsuit-Flug. Das ist tatsächlich neu, da bin ich aber gespannt. Klatschnixen hat sich einen Wingsuit aus seiner Körperbehaarung gebastelt. Klatschnixen ist eine Legende, Mann. Chuck Norris, würde ich sagen, oder? Eindeutig Chuck Norris. Der Herr der Schwingen. Okay. Rase durch die Kontrollpunkte. Wir müssen mit dem... Wow! Okay, das hat... das hat schon mal grandios funktioniert. 2, 1, los. Und Wingsuit zünden und ab geht's. Okay. Ja, noch ist es ja wirklich nur gleiten, das kriege ich auch hin. Aber früher oder später muss man dann auch ein bisschen sinken und oben bleiben und dann hier durch die Dinger durch. Jetzt kommt ein tödliches Labyrinth aus Bäumen und Felsen. Ja, Bäume und Felsen sind super. Klatschnixen hat es ja auch geschafft, sich seine Arterie durchzubohren mit dem Stock. Und das ist nicht so gesund. Klatschnixen! Der gefährlichste Teil der Strecke. Oh wei. Fast geschafft. Wow. Jetzt wartet der letzte Abschnitt. Das ist aber wirklich schwierig zu kontrollieren. Hierher ging alles gut. Aber kann er bei der Wasserlandung die Kontrolle behalten? Geschafft. Wow. Ich hab's sogar hinbekommen, aber das war knapp. Also mit Maus und Tastatur da so feinfühlig durch die Tore durch und dann links und rechts die Bäume und Wände. Ob man die Mission jetzt mag oder nicht, sie sind auf jeden Fall ganz lustig und sie gehören natürlich auch dazu. Deswegen machen wir die schon. Und die war ja zumindest mal was Neues, ja? Mit Wingsuit fliegen, das war mal was Neues. Wir hatten ja jetzt schon mehrmals Landrennen, Luftrennen. Hier vorne ist direkt eine weitere Mission bei Fort Drupman. Herc Drupman Senior will schon wieder was von uns. Mit dem hatten wir ja schon mal das Vergnügen. Herc Junior haben wir auch schon das Vergnügen mitgehabt. Der ist mit uns unterwegs gewesen. Ja, dafür würde ich aber jetzt sagen, wir porten einfach hier zu Fort Drupman. Da waren wir ja schon mal, insofern können wir da schnell reisen. Und dann schauen wir mal, was der gute Senior für uns hat. Und ich würde sagen, nach der Mission, ja, wahrscheinlich nach der Mission sind wir dann auch schon mit dem Balken voll bei Jacob. Das heißt, nächstes Mal dürfte es dann Finale geben bei Jacob. Das schaffen wir nämlich heute nicht mehr. Aber ich denke, nächstes Mal gibt es dann, ja, Jacob-Finale. Und dann haben wir theoretisch alle drei Gebiete durch. Dann müsste ja noch irgendwie ein Showdown gegen Vater Joseph natürlich kommen in irgendeiner Art und Weise. Und dann noch die Beendung der Gebiete. Aber jetzt eins nach dem anderen, ne? Wir wollen ja jetzt nicht direkt schon... Noch ist ja nicht vorbei. Ja, er wollte uns ja als Wahlkampfleiter einstellen und wir sollten ihm als erste Aufgabe Herc Junior vom Leibe halten. Und dann hat er gesagt, er meldet sich, wenn ihm noch was einfällt. Hast du was für uns, ha? Sollen wir was für dich tun? Hab einen Job für dich. Kennst du dich mit Wahlkreisschiebung aus? Natürlich nicht. Du bist ein guter Amerikaner. Okay, jetzt wurde er irgendwie abgelenkt, weil wir angegriffen werden. Ich hasse das ja, ne? Du bist in einem Gespräch mit einem Missionsgeber. Plötzlich kommt von irgendwoher ein Flugzeug und nervt und dann wird das abgebrochen. Ey, ich krieg zu viel. Also wie gesagt, hab einen Job für dich. Kennst du dich mit Wahlkreisschiebung aus? Natürlich nicht. Du bist ein guter Amerikaner wie ich. Das ist nur was für Eierköpfe. Es geht um die Verlegung der Grenzen von Wahlbezirken und so. Egal. Die Wahlen stehen an und die Eierköpfe meinen, ich hätte so beschissene Umfragewerte, weil diese gottverdammten Peggys gegen mich stimmen werden. Man kann über die verrückten Kultisten sagen, was man will, aber immerhin gehen sie noch wählen.
Die Eierköpfe meinen, meine einzige Chance auf einen Sieg bestünde darin, die Grenzen der Wahlbezirke so zu verlegen, dass die Peggys nicht mehr ins Gewicht fallen. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich gewinne genauso leicht, wenn diese Peggys einfach nicht im Wahllokal erscheinen. Ich will dir nicht vorschreiben, wie man sowas bewerkstelligt, Zwinker, Zwinker. Aber eine dauerhafte Lösung für mein vorübergehendes Problem wäre ideal, wenn du verstehst. Ich sage natürlich nicht, dass du jemanden umbringen sollst, denn das ist ja immer noch illegal. Ist es doch theoretisch noch, stimmt's? Aber wenn es weniger Peggys gäbe, weil sie irgendwie ausrutschen und in ein paar Dutzend Kugeln landen, würde das meine Chancen schon verbessern. Der Bezirk, um den es geht, ist bei der Kreuzung am Grill Street Diner. Nimm meinen Schwachkopf von Sohn mit. Er taugt nicht viel, aber er schießt ganz gut. Und wenn sie das mal gegen uns verwenden sollten, wäre es gut, einen Sündenbock zu haben. Ich glaube nicht, dass er wirklich ins Gefängnis müsste, weil er doch ein wenig anders ist. Nun, worauf wartest du noch? Leg los! Mach Hope wieder groß. Make Hope great again. Wahrscheinlich dann im Englischen. Dann wäre es auch sehr viel lustiger, weil Mach Hope wieder groß funktioniert nicht so richtig im Deutschen. Das ist auch ein Thema. Ich meine, wir können darüber quatschen, während wir uns auf den Weg machen. Wir sollen Herc Junior auch mitnehmen. Naja, mache ich jetzt mal nicht. Okay, pass auf. Wir reisen zum Baron Sägewerk und springen von dort aus ab. Dann können wir nämlich dann dahin gleiten quasi. Nee, was er gerade angesprochen hat, dieses Verschieben von Wahlbezirken, das klang zwar jetzt lustig und wie eine illegale Taktik, aber das machen die wirklich in Amerika. Und zwar legal. Die verschieben die Grenzen von Wahlbezirken, um quasi, also wenn jetzt zum Beispiel jemand besonders gut bei den Afroamerikanern ankommt, und die Afroamerikaner wohnen meistens ja konzentriert in bestimmten Stadtteilen oder Gebieten von irgendwelchen Staaten oder wie auch immer, dann nimmt man diesen Bereich aus dem Wahlbezirk raus und dann kriegt derjenige natürlich prozentual mehr Stimmen. Wenn er bei denen jetzt besonders gut steht, dann will er die natürlich drin haben. Wenn er bei denen nicht gut steht, will er die nicht drin haben. Und das klingt zwar wie eine illegale, das machen die aber wirklich in Amerika. Das ist gang und gäbe da, dieses Verschieben von Wahlbezirken. Also, ja. Nur, dass der gute Herc Senior jetzt natürlich noch ein bisschen den nächsten Schritt dann nimmt. Statt Wahlbezirke zu verschieben, sollen wir ganz einfach die Peggys töten. Weil dann können die auch nicht wählen gehen. Ist natürlich dann im Endeffekt die simplere Lösung, ne? Wenn die ausrutschen und in Kugeln fallen, Zwinker, Zwinker. Können wir eigentlich aus dem Ding schon schießen hier? Oh ja, können wir ja schon mal den einen oder anderen wegholen. Ah, fast hätte ich noch einen Schuss abgesetzt. Okay, wir sollen den Wahlbezirk, ja. Okay, wir sichern erstmal die Kreuzung. So, hier sind welche. Da waren welche. Da hinten ist noch einer. Hier hängt auch ein Zettel, den lese ich gleich noch in Ruhe. Okay, war's das? Nee, die haben auch Helikopter. Moment. Die Geräusche der tödlichen Unfälle hörst du? Aha, ja. Sehr tödliche Unfälle haben die, ganz genau. Habe ich auch nichts mit zu tun mit diesen Unfällen. Die sind wirklich Unfälle. Warum habe ich eigentlich keine Begleiter mehr? Warte mal, ganz kurz. Wir sollen ja theoretisch Herc mitnehmen. Dann wählen wir den mal aus. Und natürlich meinen neuen Begleiter hier, den guten Cheeseburger, nehmen wir auch mit. Okay. So, war's das? Ich hoffe, dass sie nicht aus Versehen was hochjagen oder einfach vor ein Auto laufen. Ich kann hier nicht bleiben. Tja, war's das? Nee, es war's noch nicht. Da kommen noch mehr. Okay. Aber wir haben ja einen Granatwerfer und andere Hilfsmittel, um was gegen unwillige Wähler zu machen, ha? Wir müssen denen halt erstmal beibringen, was sie wählen sollten. Nämlich gar nichts, den Tod. Ach so, die Liberalen und die Kanadier müssen wir auch noch töten, oder wie? Das ist natürlich praktisch, wenn du den Piloten ausschaltest, ist auch der Rest tot, ne? Ah, dieses Scharfschützengewehr ist so schön knallig. Okay, das war's auch schon mit der Mission. Herc Junior läuft in den Zaun. Mach Hope wieder groß. Ich sag dir was, bist du meine alte Nancy?
Wenn du das County mit dem Truck aufräumst, werden all meine potenziellen Wähler wissen, wer auf sie aufpasst. Ich hab mal mit dem Bild. Und bitte bring Herc Junior nicht zurück. Nie wieder. Bitte bring Herc Junior nie wieder zurück. Na, der ist ja nett, der liebt seinen Sohn, ha? Also wegen dieser Herc-Skate-Sache. Ich wollte dir nur sagen, dass da keine abartigen Sachen laufen werden, wie bei diesem Eden-Skate-Schrott, okay? Nur knarren? Okay, jetzt hat er gerade aufgehört zu quatschen, weil da jemand vorbeifährt. Das ist auch so eine Schwäche von den Dialogen. Die hören halt immer sofort auf, wenn irgendwie ein Gegner in der Nähe ist. Dann werden die panisch und dann werden Gespräche unterbrochen und naja, gut. Ich wollte den Laster eigentlich gar nicht plündern, aber jetzt... Ja gut, er fährt sowieso gerade den Abhang runter. Aber jetzt habe ich ihn natürlich angehalten, jetzt kann ich ihn auch eben durchsuchen. Okay, also der Herc Senior will seinen Sohn immer nie wiedersehen und wir haben ein bisschen für die Wahlmanipulation gesorgt. Ja, das lohnt sich nicht, da liegt halt Munition drin, das bringt uns absolut gar nichts. Aber wir kriegen auch ein bisschen Widerstandspunkte und beim nächsten Mal sollten wir dann den Balken voll haben und Jacob sollte sich melden. So, ganz in der Nähe ist auch noch eine Mission. Chad Wolanski möchte auch noch was von uns, das machen wir aber heute nicht mehr. Können wir aber beim nächsten Mal weitermachen. Insgesamt in Jacobs Gebiet, ja, sind wir bei dem Balken jetzt fast voll. Wir haben alle drei Spezialisten rekrutiert, wir haben 16 von 41 Aufträgen. Also generell von den Zahlen her haben wir noch gar nicht so viel gemacht hier, würde ich sagen, oder? Soweit dazu, wir haben auch einen neuen Begleiter, den wunderbaren Cheeseburger. Ich weiß gar nicht, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Aber es ist auf jeden Fall ein süßer, knuddeliger Bär. Sehr, sehr süß. Gut, ich freue mich über Däumchen und die Kamera ist auch schon aus. Insofern passt das doch. Dankeschön fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder. Euer Walle. Bye, bye.